Allein im Jahr 2022 sind 1670 Fahrradfahrer auf den Straßen in MV verunglückt. 14 davon tödlich. Das sind 8 Personen mehr als noch im Vorjahr. Woher kann dieser Anstieg kommen? Und wo lauern auch in Rostock Gefahren für Fahrradfahrer? Es gibt halt viele Stellen, wo die Radfahrer sich unsicher fühlen. Beziehungsweise sowas wie bei Nahunfällen oder wo man langsam fahren muss, obwohl man sich will. Das sind zum Beispiel, die meisten Studenten vor allem werden es kennen, die 100-Männer-Brücke, wo es einfach zu schmal ist, die Autos trotzdem überholen. Und aber wenn dann Gegenverkehr kommt, den man schlecht sieht, dann wird man geschnitten. Oder eben hier gleich hier vorne, wir sind ja an der Ernst-Wallach-Straße hier oben, die Brücke hinter mir. Und an der Stelle ist Radfahren im Gegenverkehr, Fußgänger in beide Richtungen. Es ist viel zu eng und es geht auch noch bergab und man kann wegen der Ecke des Hauses nichts sehen. Das heißt, entweder muss man extrem langsam fahren oder es ist eben wirklich gefährlich. Die letzte, die sozusagen richtig amtsnotorisch war, war die Lange Straße tatsächlich. Da sind Unfälle passiert, wenn die Autofahrer eingeparkt haben. Das ist auch ein Klassiker, ne? Beim Ausparken zum Beispiel können die Radfahrer selber gucken und aufpassen. Die Autofahrer sind auch vorsichtig, aber wenn man einparkt, kann man ja keinen Konflikt mit einem anderen Autofahrer haben. Also zack, rein. Und dass man da gerade einen Radfahrer überholt hat, hat man in dem Moment schon wieder vergessen. Doch wie sicher fühlen sich Fahrradfahrer in Rostock überhaupt? Ich fühle mich sicher, weil ich aufpasse. Sehr unterschiedlich. Manche Wege sind sehr schön ausgebaut, aber dann auch noch sehr viel Kopfsteinpflaster, wo man nicht damit rechnet. Nicht sehr sicher, muss ich ehrlich sagen, weil die vielen Baustellen zum einen für die Fahrradfahrer überhaupt nicht ausgelegt sind. In der Regel natürlich, ne? Und weil ich denke, dass für eine Universitätsstadt und für eine relativ große Stadt, was die Fahrradwege angeht, nicht viel passiert ist in den letzten Jahren. Tiefrese fährt jeden Tag mit dem Auto zur Ausbildungsstelle. Er sieht nicht nur die Autofahrer in der Verantwortung, besser aufzupassen, denn auch Fahrradfahrer seien ihm schon negativ aufgefallen. Am meisten fällt es mir halt auf, dass Fahrradfahrer meist auf der Straße fahren oder Straßen überqueren, ohne überhaupt zu gucken oder halt vergessen, ihren Arm auszustrecken, was halt so als Autofahrer manchmal zu sehr Fehleinschätzungen führt. Dabei können Fahrradfahrer auch selbst etwas für ihre Sicherheit beitragen. Auf jeden Fall gucken, so wie wir als Autofahrer müssen auch immer gucken, kommt irgendwer, will gerade einer rüber, gerade auch gut beleuchtet sein. Es gibt Fahrradfahrer, die haben kein Licht an oder nichts Reflektierendes an dem Fahrrad, was halt im Dunkeln sehr blöd ist. Naja, Radfahrer selber können natürlich relativ wenig tun. Ne? Man kann einen Helm aufsetzen, hilft nur bei bestimmten Unfällen. Man kann natürlich helle Sachen anziehen, die Beleuchtung muss in Ordnung sein, Bremsen müssen in Ordnung sein. Das hilft aber alles nur begrenzt. Ne? Und wenn ein Autofahrer einen umfährt, nützen diese ganzen Sachen gar nichts. Ne? Insofern, man muss natürlich aufpassen wie ein Luchs. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass die Autofahrer zum Beispiel sich an die Regeln halten. Und deswegen können die Radfahrer relativ wenig machen. Es ist auch so, die meisten schweren Unfälle, also mit Verletzten oder sogar Toten, sind halt mit Autos. Schlussendlich liegt es also in der Verantwortung der Stadt, Straßen für Fahrradfahrer sicherer zu gestalten und so Gefahrenstellen zu beseitigen. Fahrrad- und Autofahrer hingegen müssen weiterhin besonders aufeinander Acht geben, damit Fahrradfahrer zukünftig sicherer auf den Straßen Rostocks unterwegs sein können.